Ich freue mich sehr, heute Doktorin Marlene Miegelbauer zu begrüßen. Sie ist die Leiterin der virtuellen pädagogischen Hochschule und sie wird uns heute von der virtuellen PH erzählen, das Angebot vorstellen. Und hallo Marlene, super, dass du das heute machst mit uns. Gleich mal eine Frage, du bist Leiterin, bist du der Rektorin oder wie ist das eigentlich an der VPH? Ja, herzlichen Dank für die Einladung, die virtuelle pädagogische Hochschule vorzustellen. Und nein, ich bin keine Rektorin, wie es üblich ist einer pädagogischen Hochschule. Die virtuelle pädagogische Hochschule ist ein sogenanntes National Center of Competence. Das heißt, wir sind ein kleines Zentrum, das vom Bundesministerium beauftragt ist, hier österreichweit tätig zu sein. Wir sind aber an einer pädagogischen Hochschule angeschlossen, und zwar im Burgenland in Eisenstadt, wo wir angestellt sind und wo wir unsere Büros haben und ja, wo wir einfach tätig sind. Wie ich gesagt, wir sind ein kleines Institut und sind österreichweit tätig. Das heißt, was machen wir aber eigentlich? Es gibt uns wirklich, ja, auch wenn wir virtuell in unserem Namen haben. Wir sind quasi so ein Innovationshub für digitale Bildungstrends. Wir schauen ein wenig herum und schauen, was sie so tut und wie man das auf den Bildungssektor um münzen kann oder ob es etwas gibt, das man eigentlich im Bildungssektor verwenden kann und wenn ja, dann wie. Wir sind, ein großer Bereich ist eine Unterstützungspartnerin der pädagogischen Hochschulen in Österreich. Es gibt 14 und das heißt, wir unterstützen hier besonders im Bereich Implementierung von Blended Learning Konzepten in der Lehre, Ausbildung bzw. Fortbildungsangebote für PH-Lehrende, aber auch Lehrerinnen an Schulen. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Wir haben ein eigenes Fortbildungsangebot im Bereich digitaler Kompetenzen für Lehrer, Lehrerinnen, das wir laufen, weil der dritte Bereich von unserer Beauftragung ist, dass wir Online-Formate konzipieren, erstellen und testen und dann eigentlich auch schauen, wie wir die in der Hochschullehre eigentlich auch einsetzen kann und wie wir die Information oder einfach im Rahmen von Beratungsgesprächen einfach auch weitergeben kann. Darf ich dich gerade zwischenfragen, wie groß ist Klar. euer Team? Wie viel seid ihr? Wir sind kein großes Team, wir sind 7 Leute zurzeit und sind unterschiedlich lang dabei. Wir haben unterschiedliche Kompetenzen, aber wir haben alle Lernausbildung, manche haben auch Ausbildung im Bereich digitaler Didaktik oder E-Learning und kommen eigentlich von unterschiedlichen Fächern und Hintergründen. Und unser Team, wir arbeiten primär eigentlich fast virtuell zusammen, also das heißt so Videokonferenzen, wir dann auch manchmal co-worken, indem wir daheim sitzen im Homeoffice, aber verbunden sind mit anderen Leuten und ja, wir treffen uns auch in echt, aber trotzdem, wir nutzen einfach unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Orten, um hier auch zusammenarbeiten zu können und haben da natürlich dadurch auch einen großen Erfahrungsschatz. Ja, wunderbar, danke schön. Du, und vielleicht könntest du jetzt einfach eh gleich auf die Homepage, die Website der virtuellen PH einsteigen, kannst uns den Bildschirm freigeben und uns dann das Angebot, das für uns relevant ist, vorstellen. Auf der ersten Seite sieht man unser Team, ja, also damit man einfach weiß, dass wer da dahinter steckt. Und wenn man da runter scrollt, kriegt man ein bisschen Informationen über die virtuelle pädagogische Hochschule. Wir haben auch einen Slogan, ja, der heißt einfach online fortbilden, digital und innovativ. Und da sieht man dann schon unser unterschiedliches Angebot. Ich scrolle jetzt einfach da mal ein bisschen durch. Wird vielleicht einiges bekannt vorkommen, einiges vielleicht neu sein. Wir haben einen wöchentlichen Newsletter. Das heißt, wenn man bei uns registriert ist in der Lernumgebung, also einen Account hat, kriegt man jede Woche in den E-Mail-Account einen Newsletter rein, wo man Informationen kriegt, welche Fortbildungsangebote in der folgenden Woche starten, aber auch sonst Informationen zu Ausschreibungen, auch von anderen pädagogischen Hochschulen. Es ist unterschiedlich. Und da sieht man eh schon, also
Programm, was jetzt in Kürze oder stattfindet, und man sieht so quasi schon hier zum Beispiel da ein Kürzel, die DigiPH3, das ist eins unserer großen Formate, das ist eine Online-Tagung, die über 4 Wochen läuft und den Fokus hat auf Hochschule und digital innovativ und hier quasi eine Plattform ist für Hochschullehrende in Österreich, sie auszutauschen, zu schauen, welche Best-Practice-Beispiele gibt es, und ist aber international besucht. Wir haben eigentlich 3 so große Bereiche und dann gibt es Hybridformen. Und ein Bereich sind die Online-Seminare. Die Online-Seminare finden bei uns auf der Lernumgebung statt. Hier oben kommt man zur Lernumgebung, wenn man draufklickt. Und diese Online-Seminare laufen zwischen 2 bis 4 Wochen, die meisten 3 Wochen. Man ist dort zusammen mit maximal 11 anderen Lehrerinnen und Hochschullehrende, die gemeinsam ein Thema erarbeiten. Das heißt, wichtig ist hier der Aspekt des kooperativen Zusammenarbeitens. Das heißt, man gibt Feedback, man unterstützt sich, man erarbeitet was, und meistens geht man eigentlich mit was heim, das man gleich umsetzen kann im eigenen Unterricht oder in der eigenen Lehre. Die Online-Seminare finden im Winter- und im Sommersemester statt und über 3 Monate verteilt. Das heißt, man kann sie einfach immer anmelden, bis 4 Tage, bevor es beginnt. Dann das zweite Format sind die E-Lectures. Die E-Lectures sind einstündige Webinare, die am Abend zwischen 17 und 20 Uhr stattfinden. Auch Wintersemester und Sommersemester, meistens, also Montag bis Donnerstag. Und hier ist es so, dass man einfach eine Stunde lang jemanden zuhört zu einem bestimmten Thema, das ist meistens ein Experte oder eine Expertin, und man kann über die Chat-Funktion Fragen stellen, beziehungsweise gibt es auch manchmal ein bisschen Interaktion, wie eine Umfrage zum Beispiel. Die E-Lectures finden je nachdem entweder auf Adobe Connect statt oder auf Zoom. Und das dritte ist, also wenn man irgendwie weder zusammenarbeiten will mit anderen Leuten in einem Online-Raum oder irgendwie auch nicht so recht Interesse hat, eine Stunde lang abends jemanden zuzuhören, dann kann man ein Format wählen, das totale Freiheit lässt, weil man kann sich hier einloggen, wann immer man Zeit hat. Und das sind die Coffee Cup Learning Module, das sind Module, die heißen offiziell Mikrolernen, das sind so Mikrolerneinheiten, das heißt, das sind ganz kurze Einheiten von ca. 15 Minuten, was man braucht, und um das durchzugehen, und man kriegt, wenn man 5 Kaffeebohnen gesammelt hat, ein Zertifikat. Der Grund, warum es Kaffeebohnen gibt und warum sie Coffee Cup Learning heißen, ist, weil man einfach in einer Viertelstunde gut einen Kaffee trinken kann. Das heißt, man kann es so ein bisschen nebenher machen. Die Coffee Cup Learning Module sind dreigeteilt. Das heißt, da gibt es ein kurzes Video, es gibt ein Skriptum und am Schluss gibt es so einen Abschlussquiz. Und wenn man das gut ausgefüllt hat, kriegt man eben eine Kaffeebohne, und wenn man 5 hat, kriegt man ein Zertifikat. Das wird öfters auch verwendet von Hochschullehrenden mit Studierenden, wo quasi Studierende angehalten sind, Coffee Cup Learning Modul zu machen, und sie müssen das Zertifikat vorlegen, damit sie den Kurs abschließen können. Also ist eine Möglichkeit. Ich habe dann gesagt, dass es natürlich Hybridformen gibt, wie die Online-Tagung zum Beispiel. Wir haben auch Seiten zur digitalen Grundbildung, weil wir Angebote zur digitalen Grundbildung haben. Und warum ich sie jetzt erwähne, ist, weil wir im Rahmen dieser digitalen Grundbildung ein neues Format getestet haben, nämlich die Online-Ringveranstaltung. Das schaut so aus, dass die übers ganze Jahr läuft. Begleitend zur E-Lecture-Reihe Digitale Grundbildung, wo ungefähr einmal im Monat E-Lecture stattfindet. Und um diese E-Lecture herum gibt es dann in der Online-Ringveranstaltung Aufgaben. Ja, und einerseits Aufgaben zu lösen vorher, aber auch dann eine Diskussionsmöglichkeit nach der E-Lecture, und es gibt ein kurzes Abschlussquiz. Und wenn man das Quiz auch wieder gut ausfüllt, kriegt man
einen Badge. Und wenn man 7 von 10, weil es gibt 10 E-Lectures und 10 Module, wenn man 7 gesammelt hat, dann kriegt man auch offiziell ein Zertifikat. Und das läuft eigentlich sehr gut. Ich habe schon die E-Lecture-Reihen erwähnt. Hier findet man Aufzeichnungen von E-Lecture-Reihen. Das sind quasi E-Lectures, die zu einem bestimmten Thema sind. Ich weiß, die BR Oberösterreich hat zum Beispiel für das Jahr der digitalen Bildung E-Lecture-Reihen organisiert und über uns laufen lassen. Es gibt eine E-Lecture-Reihe zu Sprachen, Sprachenunterricht etc. Also das ist auch wichtig, wenn man mal keine Zeit hat, dass man E-Lecture anschauen kann, obwohl es total interessant ist und man sie unbedingt anschauen hätte wollen. Man kann alle unsere E-Lectures nachschauen. Das kann ich eigentlich auch noch kurz herzagen. Was ich ebenfalls noch kurz herzagen möchte, ist, dass natürlich wir ja von digitalen Kompetenzen reden und wir alle unterschiedliche Definition und unterschiedliche Vorstellungen haben, was digitale Kompetenzen sind. Und die virtuelle PH ist vor inzwischen 5 Jahren beauftragt worden, ein Kompetenzmodell zu erstellen, das DigiComp P. Das wurde 2019 im Herbst überarbeitet. Und dieses Modell ist praktisch das Fundament für pädagogische Hochschulen in Österreich bei der Klassifizierung ihrer Lehrveranstaltungen und Lehrveranstaltungen im Bereich digitaler Kompetenzen, digitale Grundbildung. Wir haben bei MOOCs mitgearbeitet, es gibt Open Educational Resources, da gibt es unsere Schummelzettel, die kann man auch im Büro aufhängen zum Beispiel. Wir sind bei einem Projekt dabei für Robotics und künstliche Intelligenz. Da werden auch Trainerinnen und Trainer ausgebildet für Schulen, die dann quasi dann weiter trainieren, sozusagen andere einerseits Schüler, Schülerinnen und aber auch Kollegen, Kolleginnen im Kolleginnenkreis. Derzeit sehr gut läuft, ja, und auch sehr angenommen wird von pädagogischen Hochschulen, ist die OTA, das ist die Online-Tutoring-Ausbildung, das hier quasi im Blended-Learning-Konzept läuft. Das heißt, es gibt einen Kick-Off vor Ort an einer pädagogischen Hochschule, die eben die OTA durchführen mag für die eigenen Hochschullehrenden. Dann gibt es eine 3-wöchige Online-Phase, in der man lernt, wie man in einem Online-Raum mit Studierenden interagiert, wie man feedbackt, wie man Studierende motiviert und einfach auch unterstützt hier. Und man wählt dann eigentlich einen Schwerpunkt, entweder Online-Bereich, also wirklich einen Kurs, Online-Seminar oder ein Webinar, also kann man auch wählen und dann macht man praktisch ein Praktikum nachher und man kriegt dann ein Zertifikat. Das ist keine Fortbildung, ist eine Ausbildung, das zusammen mit der Donau-Uni Krems und mit Common Sense entwickelt wurde und eben angeboten wird. Maßgeschneidert, habe ich gesagt, werde ich nur ein bisschen sagen. Ich werde da kurz mal draufklicken. Und maßgeschneidert ist so, dass wir hier sehen, wir haben so ein maßgeschneidertes Angebot, je nachdem, was man braucht. Ja. Für die Hochschule ist jetzt interessant. Ja, genau, bei uns läuft gerade die DigiPH. Also wenn man draufklickt zurzeit, kann man gleich hier auf den Link gehen und ein bisschen stöbern. Was wir anbieten, ist einerseits praktisch, wir unterstützen, beraten pädagogische Hochschulen. Wir haben an jeder pädagogischen Hochschule eine Ansprechperson oder einen sogenannten operativen Multiplikator oder Multiplikatorin. Das heißt, dass wir in Kontakt sind mit der Person und schauen, ob an der pädagogischen Hochschule Unterstützung gebraucht wird und wenn ja, wie die ausschauen kann und wie wir da einfach unterstützen können. Bei den Angeboten ist es so, dass wir einerseits, ich fange hier rechts an, können Online-Seminare, die bei uns laufen, auch praktisch ausgeborgt werden, aber ausgeborgt werden in dem Sinn, dass man es nicht mehr zurückgeben muss, ja, sondern wenn sich im Kollegium mehrere Leute finden, die zu einem bestimmten Thema eine Fortbildung haben wollen oder bräuchten, dann kann man hier
im Seminarkatalog stöbern und schauen, ob wir quasi ein Online-Seminar haben, das dann rein nur für die Gruppe an der Pädagogischen Hochschule läuft. Das wird durchaus angenommen und ist eigentlich ein Schön, weil man somit nicht mit irgendwelchen Leuten zusammen ist, was ja manchmal nett ist, wenn man dann andere Leute kennenlernt, aber eigentlich auch nett ist, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen auch auf eine andere Art und Weise irgendwas gemeinsam macht und gemeinsam auch was lernt. Also es kann durchaus nett sein. Es ist auch möglich, dass man sich sagen wir so, E-Lectures on Demand ausborgt, ja, oder einfach nicht ausborgt, sondern bestellt. Ja, man bestellt das. Das heißt zum Beispiel das Gleiche wie bei den Online-Seminaren. Man kommt drauf, es gibt ein Thema, das eigentlich total relevant ist fürs Hochschulkollegium oder für eine bestimmte Abteilung und man hätte da gern was, ein Input im Rahmen von einer E-Lecture, die man sich eventuell gemeinsam am Hochschulstandort anschaut oder eben jede Person sitzt daheim und loggt sich ein in die E-Lecture. Und meistens wird dann wahrscheinlich die Ansprechperson der Pädagogischen Hochschule an uns herantreten und sagen, wir hätten gern zu diesem Thema, habt ihr da jemanden, der oder die das da vortragen könnte, und dann wird das organisiert und das ist dann eine geschlossene E-Lecture. Kann auch offen sein, ja, also wenn man sagt, es ist eigentlich egal, ob andere Leute auch mithorchen und teilnehmen, dann kann es ja offen sein. Was wir ebenfalls haben, ist die Handreichung Webinare in der Hochschule, die derzeit sehr gefragt ist, weil einfach doch ein größerer Bedarf ist, dass man die Hochschullehre online oder synchron online teilweise abhält. Also das ist wirklich etwas, wo man sowohl die Hochschule, also die praktisch Rektoratsebene Informationen sie holen kann, als auch wirklich die einzelne Hochschullehrende. Und was auch möglich ist, was zurzeit in der Pilotphase sich befindet, ist das Rent-a-Commode-Modell, wo hier eine Person oder Hochschulperson begleitet wird bei der Umsetzung von ihrer Lehre online, also mit Webinaren arbeitet und hier aber primär das Didaktische im Vordergrund steht und weniger, wie gehe ich jetzt eigentlich mit dem Webinar-Tool, das an meiner Hochschule verwendet wird, um. Also für das sind praktisch vor Ort Leute zuständig und wahrscheinlich ein E-Learning-Team oder ein IT-Team, um hier quasi Schulungen zu machen, wie geht das technisch. Hier ist der Fokus auf der Didaktik. Was eben die Online-Tutoring-Ausbildung habe ich schon erwähnt. Es gibt auch unterschiedliche Lehr- und Lernmaterialien, die Tagung und Digifolio, wo eine Zusammenschau ist von allen Fortbildungen an allen pädagogischen Hochschulen in Österreich im Bereich digitaler Kompetenzen. Da kann man dann ein bisschen schauen, an welcher pädagogischen Hochschule mag ich vielleicht hinfahren, mag ich vielleicht einen einen Kurs haben, in welchem Bereich bräuchte was, was gibt es eigentlich? Du hast jetzt schon einen wunderbaren Überblick gegeben über die verschiedenen Angebote und zuletzt waren eben die maßgeschneiderte, wo eben dann die Koordinationsperson der pädagogischen Hochschule sich an dich wendet und sagt, wir bräuchten das für unsere PH. Wenn ich jetzt als Einzelperson, als Hochschullehrende, als Lehrerin, Lehrer einfach an einem normalen Angebot, an einer E-Lecture, an einem Online-Seminar teilnehmen will, was muss ich dann tun? Ebenfalls wieder auf unsere Seiten gehen. Man sieht ja dann da heroben, dass man da unterschiedliche Reiter hat. Und am besten ist, auf Angebot zu klicken. Dann sieht man, dass sich da quasi ein Dropdown-Menü öffnet. Und wenn ich, du hast ja zum Beispiel erwähnt, dass zum Beispiel ich hätte gern Interesse, welche E-Lectures es gibt und ich würde gern teilnehmen, dann klicke ich einfach hier auf E-Lectures und dann öffnet sich die E-Lectures-Seiten, wo auch nochmal erklärt wird, was das ist. Und man sieht sofort die E-Lectures, die in Zukunft oder die jetzt in Kürze stattfinden. Genau, das ist auch die Information, die zum Beispiel, wenn eine E-Mail kommt von euch, eine Informationsmail, die Lernideen für die kommende Woche, dann sind diese auch dort, dann kann ich es anklicken. Genau, dann klickt man die, und das ist nämlich das Tolle am Newsletter eigentlich, dass man die anklickt und man kommt dann direkt eigentlich mit einem zweiten Klick zur Anmeldemaske im PH Online. Also wenn ich zum Beispiel, schauen wir mal,
für morgen, ja, also im Podcast interessiere ich mich zum Beispiel dafür, dann sehe ich, wann es stattfindet, das ist im Rahmen der DigiPH und praktisch, um was es geht, und hier kann ich quasi zur Anmeldung klicken und kann mich anmelden. Ah, okay, es ist eine ganz gewöhnliche PH-Online-Veranstaltung, genau. Und ich muss mich anmelden, und ich muss mich, um mich da anmelden zu können, dann auch von meiner eigenen PH-Online-Instanz auf der anderen PH anmelden. Da gibt's, genau, und man muss sich Gast immatrikulieren bei der PH Burgenland. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir der PH Burgenland angedockt sind und daher das PH Burgenland PH-Online-System verwenden. Okay. Das geht aber relativ leicht. Man kann natürlich auch direkt zum virtuellen Lernraum gehen. Das heißt, man kommt einfach auch so in die E-Lecture rein, ohne dass man angemeldet ist, solange Plätze frei sind. Man kriegt aber kein Zertifikat oder keine Teilnahmebestätigung noch. Und bei den Online-Seminaren muss man auf jeden Fall angemeldet sein. Genau, bei den Online-Seminaren muss man auf jeden Fall angemeldet sein, weil ja das nur für Lehrende, die ein PH-Online-Account haben, ausgerichtet ist oder halt für Lehrende ist. Das heißt, hier sieht man, wir haben das Frühjahrsprogramm zurzeit, man klickt aufs Programm und kann dann auch sehen, welche Online-Seminare es gibt. Es gibt Online-Seminare für Lehrerinnen, aber auch Online-Seminare für PH-Lehrende. Also spezifisch. Und das Gleiche, das ist das Gleiche. Ja, man geht da drauf und zur Anmeldung, und dann sieht man ob noch Plätze frei sind, wenn nicht. Was ganz wichtig ist, ja, wenn keine Plätze mehr frei sind, bitte unbedingt sich trotzdem anmelden auf einem Wartelistenplatz, weil wenn wir sehen, dass der Bedarf größer ist und dass wir sich auszahlt, dass man zweite Gruppen aufmacht, dann machen wir oft eine zweite Gruppe auf. Das heißt, nicht traurig sein, wenn man irgendwie, wenn es ausgebucht ist, bitte unbedingt Wartelistenplatz sich checken, weil kann leicht sein, dass doch der Kurs stattfindet. Also was du jetzt als erstes empfehlen würdest, wahrscheinlich ist, dass man mal auf die Plattform geht, virtuelle-ph.at, und sich dort einen Account anlegt, oder? Damit man dann auch den Newsletter zugeschickt bekommt, oder? Genau. Und den Account kann ich zur Lernumgebung gehen eigentlich und hier links, rechts oben zum Login und dieser Moodle-Instanz, genau. Genau, also dort auf dieser Moodle-Instanz, da ist man registriert, genau. Dann kriegt man auch diese Angebote, genau. Und kann sich auch für persönliche Fortbildungen bei euch dann relativ einfach anmelden. Und wenn, wenn die Hochschule was braucht, dann kann sie sich auch über die Kontaktperson an der PH Vorarlberg, ist es die Marlies Schädler, anmelden und dort melden, und dann kann die sich bei euch melden und sagen, wir brauchen das und das. Derzeit sind wir ja in einer ein bisschen außergewöhnlichen Situation, dass wir relativ schnell umsteigen haben müssen auf Online-Lehre, und zwar nicht von Blended Learning, sondern wirklich online. Und an der virtuellen PH gibt es hier die Corona-Seiten, die dann auch, wenn dann Corona nimmer ist, ja, dann trotzdem weiter bestehen wird unter einem anderen Namen wahrscheinlich, wo wir Fortbildungslinks und Informationen zusammengesammelt haben und darstellen. Und das heißt, wir haben das so gemacht, dass wir hier quasi Fragen formuliert haben. Das heißt, wenn ich habe einfach, ich möchte zum Beispiel Lernende ohne Plattformen Materialien zur Verfügung stellen, dann klicke ich drauf und komme dann eigentlich direkt dorthin. Und es wird auch weiter befüllt, aber so wie es zurzeit ausschaut, passt es eigentlich recht gut, weil es sollte ja nicht zu viel sein, dass man dann einfach vor lauter Links die Webseiten nicht mehr sieht. Ja. Also das sollte ja nicht passieren. Aber da findet man auf jeden Fall Informationen zu unterschiedlichen Herausforderungen und Fragen. Ich glaube, einfach ein wichtiger Aspekt, den wir Hochschullehrende nicht verlieren sollten und uns einfach auch immer bewusst sein sollten, ist, dass man neugierig bleibt und auch ein bisschen neugierig bleibt und ein bisschen schaut so über den eigenen Tellerrand und vielleicht die Zechel ein bisschen aussieht manchmal. Und auch wenn man sich denkt, weiß nicht, ob das funktioniert vielleicht nicht oder ist ein bisschen anstrengend oder was sagen die Studierenden, wann das nicht funktioniert, ist eigentlich ziemlich egal. Also ausprobieren, schauen, ob das irgendwas ist, was zusagt. Und wenn ja, dann super, weil dann kann man es ja verwenden oder
eben adaptieren und wenn nicht, dann passt es auch. Und ich glaube einfach, es ist wichtig zu wissen, wo man sich neue Sachen und Input einfach erholen kann. Und die virtuelle PH ist halt ein Ort, wo man das machen kann. Und wir freuen uns immer über Leute, die unser Angebot annehmen und uns auch Feedback geben, damit wir einfach auch dann gut reagieren können auf Bedürfnisse, Wünsche von Hochschullehrenden und Lehrenden. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Marlene. Das ist echt ein super Überblick über dieses wunderbare Angebot gewesen. Danke euch für eure Arbeit. Ihr macht es hervorragend. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Es ist wirklich ein tolles Angebot und ja, vielleicht motivieren wir da Leute daran, jetzt sich zu beteiligen.